Hallo, herzlich willkommen, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema Mahlzeiten, wie viele Mahlzeiten am Tag müssen wir die Mahlzeiten verteilen. Ich bin ein Freund und habe die besten Erfahrungen gemacht, indem man seine Mahlzeiten über den Tag verteilt. Das heißt, indem man natürlich zu regelmäßigen Zeiten seine Mahlzeiten einnimmt, um den Körper natürlich immer wieder mit Nährstoffen zu versorgen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, alle seine Mahlzeiten, all seinen Nährstoffbedarf ein bis zwei Mahlzeiten zu verteilen. Es gibt Menschen, die machen das. Ich würde es nicht empfehlen und ich bin auch kein Freund davon, aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt Menschen, die brauchen zum Beispiel, weil sie eben entsprechende Stoffwechselvoraussetzungen haben, weil sie zum Beispiel auch körperlich arbeiten, weil sie zum Beispiel heranwachsend sind, brauchen die zum Beispiel 3000 Kalorien, 2800, 3500, 4000 Kalorien, was auch immer, in einer schönen Strukturierung. Das heißt, die Kalorienanzahl allein macht ja keinen Sinn, sondern muss ja auch eben aufgeschlüsselt sein, wie viel prozentual Fette, Kohlenhydrate und natürlich auch Proteine sind. Und da natürlich das Ganze so zu gestalten, dass man die gesamte Mahlzeit an einer bzw. zwei Mahlzeiten am Tag zuführt, finde ich überhaupt nicht sinnvoll, ist auch nicht sinnvoll. Und zwar, meine 25-jährige Berufserfahrung spricht nämlich da komplett dagegen. Und zwar einmal der eine Grund: bei so einer Riesenmenge an Nährstoffen, die auf einmal zugeführt werden, ist natürlich so, dass der Magen-Darm-Trakt schön ordentlich belastet ist. Und somit kann man sich ja vorstellen, wie man sich dann in den ersten 1, 2, 3 Stunden der Verdauung fühlt. Der Körper ist natürlich eben sehr stark beschäftigt mit dem Verdauungsvorgang. Dazu braucht er natürlich auch entsprechend viel Energie. Und das ist ja die Frage, sind wir Löwen, dass wir uns vollfressen können, uns danach natürlich auf den Boden legen, beziehungsweise hinlegen und schlafen können und einen Verdauungsschlaf machen, beziehungsweise uns nicht mehr betätigen müssen. So ist es leider nicht. Der normale Mensch geht arbeiten, der normale Mensch muss Leistung bringen. Und somit ist natürlich ein ganz klarer Vorteil, wenn man seine Mahlzeiten verteilt, zumindest mal auf drei Mahlzeiten. Soll es so gestaltet sein, dass energetisch natürlich die Energiezufuhr von einer zur anderen Mahlzeit so einigermaßen ausreicht, sodass man nicht in den Unterzucker kommt. Für mich hat es natürlich auch sich bewährt in den letzten Jahren, letzten 25 meiner Beratung, dass natürlich die meisten Menschen eben auch ein Stück weit biorhythmisches Essverhalten haben, eben morgens nicht so ein Mini-Frühstück mit viel zu wenig und dann mittags in der Hektik mal schnell was gegessen und dann abends klar immer heimkommt und ich Hunger wie ein Wolf. Und neigt dazu natürlich auch abends an Dinge zu essen, die man essen soll, weil man Unterzucker hat. Und man isst natürlich auch wesentlich mehr. Dazu kommt, dass man dann in der Regel auch nach dem Abendessen nicht viel später sich ins Bett legt. Und somit eigentlich der Magen-Darm-Trakt natürlich voll ist mit Nährstoffen. Und viele, die es schon mal so gemacht haben, aus irgendwelchen Gründen mal abends mehr gegessen haben, aus festlichen Gründen, stellen fest, dass natürlich der Schlafmodus überhaupt nicht besonders gut ist bei den meisten. Dass die meisten nicht gut schlafen, ganz klar, weil natürlich der Verdauungsprozess noch voll am Laufen ist. Und somit ist die Frage, soll der Körper jetzt schlafen oder soll er weiterhin verdauen? Das sind alles Dinge, die ich persönlich nicht so empfehlen, auch nie empfehlen werde. Sicherlich ist natürlich das Ganze etwas aufwendiger, wenn man natürlich seine Mahlzeiten auf drei, manche Menschen brauchen vier oder fünf Mahlzeiten, weil eben der Nährstoffbedarf relativ hoch ist, verteilt. Und ich habe natürlich von meinen Kunden, die zum Teil zu mir kommen, beziehungsweise zum Teil, der größte Anteil meiner Kunden kommt zu mir und hat tatsächlich vorher so gegessen, dass sie natürlich eben ein bescheidenes Frühstück hatten, Mittagessen, naja, geht so, und Abendessen, logisch, klar, wenn man eigentlich abends Zeit hat, man kommt zur Ruhe und dann eigentlich das größte Abendessen. Und was hatten sie? Sie hatten in der Regel alle Übergewicht. Sie hatten in der Regel alle Übergewicht, obwohl sie laut Ernährungsprotokoll keine überkalorische Nährstoffzufuhr hatten. Woher kommt das? Gute Frage, ne? Deswegen meine Empfehlung ganz klar, das Essen so gut wie möglich verteilen auf drei, vielleicht sogar vier, vielleicht sogar fünf Mahlzeiten, je nachdem welcher Bedarf da ist. Und natürlich auch darauf achten, dass man eben zu spät abends nicht die größte Mahlzeit zuführt, weil das ist nämlich ungünstig. Das ist sehr, sehr ungünstig für den Schlafmodus und natürlich auch sehr ungünstig für den Magen-Darm-Trakt, für die Verdauung, weil natürlich in der Schlafphase natürlich auch diese Organe weniger arbeiten, weniger mit Energie versorgt werden, weil natürlich die Atemfrequenz runtergeht und so weiter und so fort. Und somit ist das definitiv kein gesundes Essverhalten. Auch wenn vielleicht bei dem einen oder anderen unterm Strich das gleiche Ergebnis rauskommt, wenn er nur eine Mahlzeit isst, aber gesund ist das Essverhalten nicht.
Und ich gehe eben nun mal her und nutze natürlich mein Wissen, was ich in den letzten 25 Jahren gesammelt habe, inklusive natürlich auch des Feedbacks von meiner Kunden. Und da ist es ganz klar, die erste Ansage nach der ersten Kontrolle, nach 6 Wochen nach Umstellung auf 3, 4, 5 Mahlzeiten, je nach Körpertyp, dass dann die Aussage kommt, wow, ich fühle mich viel wohler, wow, ich habe mehr gegessen wie vorher, wow, ich habe abgenommen, wow, ich habe den Körperfett reduziert, wow, ich habe Muskelmasse aufgebaut, auch nur geringfügig, aber es hat sich was getan. Und ganz wichtig, der Wohlfühlfaktor fährt nach oben. Und genau aus diesen Gründen empfehle ich, die Mahlzeiten auf den Tag zu verteilen und so weit wie möglich art- und bedarfsgerecht sich zu ernähren. Wenn auf einer Tüte Gummibärchen die gleichen Nährstoffe draufstehen wie auf einer Tüte Reis, dann ist es noch lange nicht das Gleiche. Wenn auch manche Menschen meinen, dass es tatsächlich so ist. Es ist und es bleibt nicht das Gleiche. Das eine hat zum Beispiel Ballaststoffe beinhaltet, was das andere nicht hat. Das sorgt dafür, Ballaststoffe kennt ihr alle, dass natürlich hier die Darm natürlich auch entgiftet wird, dass natürlich über die Ballaststoffe eben auch Giftstoffe transportiert werden und dass der Blutzuckerspiegel zum Teil zum Beispiel im Verhältnis Gummibärchen und Vollkornreis, dass natürlich hier ganz klar der Blutzuckerspiegel etwas langsamer ansteigt. Und das hat sich über Jahre hinweg als positiv herausgestellt. Und wenn man jetzt mal genau darüber nachdenkt, welches Krankheitsbild in den letzten Jahren eine extrem hohe Zuwachsrate hat, dann ist es Diabetiker. Und bei den Diabetikern ist es mit Sicherheit nicht der Hintergrund, weil sie sich extrem gesund ernähren. Es gibt natürlich auch genetisch bedingte Diabetiker, es gibt auch Menschen, die das eben ausgereizt haben durch eine falsche Ernährungsweise und durch zu viel Zuckerkonsum in der falschen Art. Und denen würde man bestimmt nicht empfehlen, dass sie Gummibärchen essen sollten. Umkehrschluss. Es gibt auch tatsächlich Menschen und Stoffwechselgruppen, die vertragen Gummibärchen, die vertragen Schokolade, können essen, was sie wollen. Dann wird man es am Organismus nicht sehen. Nur haben sie am Organismus auch nichts Gutes getan. Weil natürlich eben mikronährstofftechnisch in den vielen Süßigkeiten oder in dem Schrott und Fastfood, was sie in sich reinstopfen, nicht wertvolles war. Deswegen sollte man nicht von einem geringen Anteil der Bevölkerung, und zwar wirklich einen verschwinden geringen Anteil auf alle anderen schließen. Deswegen ist meine Empfehlung und bleibt meine Empfehlung, eine gesunde, bedarfsgerechte und so weit wie möglich artgerechte Ernährung. Punkt, Schluss. Das ist mein Standpunkt und so werde ich auch weiterhin meine Kunden beraten. Und wenn es Menschen gibt, die sagen, okay, das ist nichts für mich, ich bin eben nicht in der Lage, mich regelmäßig mit Nährstoffen zu versorgen, ich bin nicht in der Lage, mich gesund zu ernähren, dafür gibt es natürlich auch Berater, beziehungsweise in der Regel braucht man da gar keinen Berater dazu, das kann man auch selbst machen. Die sind natürlich ganz klar von meiner Seite aus gesegnet und dürfen natürlich auch die andere Art Ernährung gestalten. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, sondern ich sage nur, ich habe meine Erfahrung gemacht und ich empfehle meinen Personen, was für sie gesund ist und was ich über die letzten 25 Jahre bewährt habe und das ist auch gut so. Deswegen, jeder sollte das tun, was er verantworten kann. Und genau deswegen immer Diskussion auf Augenhöhe und Diskussion ist recht nett und schön, aber bitte nicht unter der Gürtellinie und bitte nicht hier, ich kann das größere Feuer machen wie du und du hast keine Ahnung. Nicht vergessen, wir wollen alle voneinander was voneinander lernen und das können wir am allerbesten, wenn wir hier uns auf Augenhöhe begegnen. Vielen Dank, Andreas Triebenbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, zum Thema Mahlzeitenverteilung.